Zusammen mit der Firma Jack Wolfskin gründete BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken vor 2 Jahren in Norduganda das Projekt Rebound. Hier bekommen ehemalige Kindersoldaten die Chance auf eine bessere Zukunft. Ziel ist es, die Mädchen und Jungen, die entführt wurden und als Soldaten kämpfen mussten, wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Zum Beispiel mit einer Berufsausbildung. Das hat mich wirklich aus den Schuhen gehauen. Ich habe das verglichen mit dem, wie es uns geht. Ich habe die Kinder, die ich gesehen habe, mit meinen eigenen Kindern besetzt. Und dann war mir klar, ich kann nicht zurückfahren und zu Hause mit den Schultern zucken und sagen, das ist einfach Afrika, kann man nichts machen. Man kann ja was machen, wie wir sehen. Es ist wunderbar, dass wir den Beweis jetzt auch haben, dass man was machen kann. Praktische Ausbildungen zum Maurer, zur Näherin und zum Tischler sind ein Teil des Rebound-Projektes, neben psychologischer Betreuung und Friedenserziehung.